Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Baldur's Gate 3. Mein Waldläufer-Drow namens Sieben und ich sind jetzt auf einem Strand gelandet. Wen wundert's? Das scheint Tradition zu sein bei Larian Studios. Die Strände, die man dann kurz nach Beginn des Spiels dann erreicht. Unser Schiff ist abgestürzt, beziehungsweise das Schiff, auf dem wir drauf waren. Wir haben uns noch einen Kampf gegeben, den man am Ende des Streams gesehen hat in der ersten Episode. Den habe ich mir gegeben und wir haben die Steuerung dann manipuliert und das Schiff ist abgestürzt. Jetzt sind wir hier am Strand und sind erstmal völlig alleine. Unsere Begleiter sind weg und wir werden jetzt hier gucken müssen, dass wir irgendwie weiterkommen. Was ich hier hatte bei dem Abschnitt war einen Bug, den viele begegnen. Das heißt, viele werden, nachdem sie im Schiff dann den Kampf bestritten haben, am Strand landen, aber es gibt keine Sequenz. Wenn euch das passiert und ihr könnt dann auch mit nichts interagieren, ihr könnt nicht springen, das könnt ihr direkt testen. Wenn ihr nicht springen könnt, dann habt ihr den Bug entsprechend entdeckt für euch. Und ihr könnt das lösen, indem ihr einfach die Karte aufruft und dann lagert. Ja, ich bin jetzt hier in meinem Lager. Das Lager verlassen wir jetzt. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr auch interagieren und könnt Dinge tun, könnt sprechen machen und es kommt vor allem die Sequenz, die eigentlich kommen sollte. Und ja, das ist ein mieser Bug, aber ist halt Early Access und damit muss man rechnen. Die Credits gehen nicht an mich, die Credits gehen an jemanden im Steam-Forum, die hatte da dann in dem Thread geschrieben, dass sie diese Probleme auf diese Art und Weise lösen kann, indem man dann eben einfach ein Lager ausschlägt. So, Zange, Diebeswerkzeug, Seil. Man muss ja sagen, also ich bin echt überrascht davon, oder eigentlich auch nicht überrascht davon, dass Larian Studios hier abliefert bisher. Hab ganz starke Dungeons & Dragons Feelings. Baldur's Gate Feelings habe ich tatsächlich nicht, aber Dungeons & Dragons in sich, das schon. Das ist ganz stark. Was ich auch nicht habe, ist, ich habe keine Divinity-Feelings. Also, auch wenn wir jetzt hier am Strand sind, einem natürlich Assoziationen kommen. Wenn man sich das Spiel so von Anfang an anguckt, plus die Sequenzen und der ganzen Atmo, es erinnert mich zum Teil, gerade aufgrund der Sequenzen und der Art, des Art-Designs, an Dragon Age. Und, aber es spielt sich schon auch für sich einfach ganz individuell. So, plündern wir erstmal alles. Was sehr cool ist, wir haben hier so eine Übersichtskarte. Mit O kann man die aktivieren. Das haben wir alles von oben. Ist jetzt nichts Neues, trotzdem sehr, sehr nett. Und vor allem, wir können hier so weit runter zoomen, dass ihr dann quasi auch einfach direkt hier eine schöne Third Person habt. Mit der Divinity 4.0 Engine sieht das richtig klasse aus. Beläuft bei mir auch über die Vulkan API Schnittstelle, die eben die Nvidia-Nutzer nutzen können. Und ja, genau, also ich bin hier überall schon rumgegurkt auf der Karte, weil ich nicht wusste, dass das schon buggy ist bei mir. Hatte mich dann gewundert, dass ich bestimmte Bestandteile nicht springen kann. Und hat mich auch gewundert, dass es keine Gegner gibt. Dann kann man ja direkt in den Kampf gehen. Was haben wir gerade ausgerüstet? Bogen. Gehen wir mal in Sneak Mode. More of those wretched things. So, möge der Kampf beginnen. Gegner ist überrascht. Ja. Initiative. Oh, das ist überlebt. Ein bisschen hoher Abstand. Okay. Sind sie doof oder sind sie doof? Kann gut sein, dass sie einfach doof sind. Mich gewundert, dass sich das Gehirn nicht bewegt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir dich davon abhalten, dich zu bewegen. Keine Bewegung. Haha. So, wir gehen trotzdem ein bisschen weg. Ein bisschen Abstand muss sein. Ey! Kann nicht sein. Ah, okay, mit um 3 Meter verringert. Okay. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich dachte, er kann sich gar nicht bewegen. Na gut. War gut, dass ich mich tatsächlich ein bisschen wegbewegt hatte. Rasten als Gruppe, ja.
Verwende die Lagerfeuerschaltfläche auf der Minikarte, um eine lange Rast im Lager einzulegen und TP sowie Ressourcen zu regenerieren. Genau, das haben wir schon gemacht. Hier sind wir noch weitere Tutorial-Einblenden jetzt. Genau, eintauchen haben wir schon gemacht. Waffe zum Beispiel eben in Feuer tauchen. So, Fernkampfangriffe sind von erhöhtem Terrain aus im Vorteil. Führst du sie von einem Ort unterhalb des Ziels aus, sind sie im Nachteil. Bei leichten Nahkampfwaffen bist du im Vorteil, wenn du deine Feinde rücklings angreifst. Okay. Finde ich auch schön, dass sie das auch in Form von Videos darstellen. Und man kann das auch immer wieder nachlesen. Genau, hier liegt der tote oder der am sterbende Mindflayer. Und ich hatte mich schon gewundert, dass ich nicht mit ihm quatschen kann. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich ihn töten. Ging auch nicht. Ja, alles dem Bug geschuldet, dass das alles nicht funktioniert. So, bevor wir da reingehen, checken wir erstmal kurz hier aus des Phases. Ah, guck mal einen an. Ist das unsere Freundin? Schattenherz. Schattenherz. Erstmal looten. So viel Zeit muss sein. Na, ist nicht. Stop! Not another step or I'll... Wait. It's you. You're the one who tried to free me on the ship. Ah, sie ist es. You made the effort. Ah, zum Glück. Sie lebt. See what she sees. Feel what she feels. Confusion, resolve, and a hint of gratitude. Ah! Did you feel that? You've got the same thing I do. In your head. Genau, das Problem ist, wir und auch viele der anderen haben den Parasiten des Mindflayers in unserem Kopf. Und ja, wenn wir nichts dagegen machen, dann haben wir ein Problem. Genau, das hier ist, weil wir Königin, ich glaube, es ist genau Göttin Lolf. Das ist, dürfte eigentlich in den Forgotten Realms ist das die Spinnengöttin. Diese Dwarves, die in Lolfs großen Kult im Unterreich, genau, preisen die Tugenden und so weiter. Seltsam. Die meisten, genau, wir könnten unsere, wir haben ja rote Augen, wir könnten versuchen, sie einzuschüchtern, aber das machen wir nicht. Dieser geistige Tausch, den habe ich schon mal erlebt auf dem Schiff. Habt ihr ihn auch gespürt? The same. It must be that tadpole they put in our eyes. I assume that's what caused our minds to cross. These things are going to consume us from the inside and turn us into mind flayers. You and I need a healer. Yep. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping something of use might be behind this door, but I've barely made a dent in it so far. Sieht aus, als könnte die Hilfe gebrauchen. Be my guest, but that door's too strong. Maybe there's another way. Up the cliff. Hopefully there's no more of these things. Haben noch andere den Absturz überlebt? Es waren viele Leute in den Kapseln. No, unless you count these monsters. You're the friendliest face so far, which really isn't saying much. Es sind schon Allianzen auf schmalerer Basis geschmiedet worden. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Or just company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. You can call me Shadowheart. Genau, wir sollten unser Wissen vereinen. Was wisst ihr über die Larven? Very little. Supposedly those monsters breed by planting their tadpoles in people's heads. Over time, the infected victim turns into a mind flayer. I don't remember how long it takes, but we should hurry. Ich mag sie. Okay. Wie seid ihr eigentlich auf das Schiff geraten? That is none of your business. I suggest we concentrate on surviving. Sehr geil. Ich heiße Sieben. Wir sollten aufbrechen. Lead the way.
Yes. Tochter der Dunkelheit. Das gucken wir uns so an. Wir haben eine Halbelfe namens Schattenherz rekrutiert. Sie war ebenfalls an Bord des Nautiloiden und wurde mit einem Parasiten infiziert. Wundervoll. Checken wir doch gleich mal im Charakterbogen. Vielleicht kann ich hier sogar was übergeben. So, Liebeswerkzeug ermöglicht es dem Besitzer, je nach seiner Fingerfertigkeit, Schlösser zu knacken. Beim Fehlschlag wird das Objekt zerstört. Okay. Ein Seil, das könnten wir... Ich pack das mal hier unten rein. Das ist einfach, dass ich es nicht vergesse. Kurzschwert auch 1d6 Schaden. Sonst genau dasselbe, was ich auch trage. Das gleiche. Gucken wir uns mal. Da hier. Wieder haben wir ja Zweitwaffen. Das hat sie nicht. Sie hat nur den Streitkolben und Schild. Schriftvolle Gedanken wahrnehmen. Konzentriere dich, um die Gedanken mancher Kreaturen zu lesen. Wenn du mit den Kreaturen redest. Mysteriöses Artefakt. Kästchen aus geschwärztem Eisen mit zahlreichen Oberflächen und eingravierten Runen. Etwas regt sich darin. Story-Gegenstand. Ah, okay. Das sieht sehr ominös aus. Was kann sie denn? Schwöre ein flammendes Licht. Also das ist hier, die ist hier auch schon so paladinmäßig unterwegs. Heilendes Wort. Auch gut, eine Kreatur, die du sehen kannst, erhält 1d4 plus 3 Hitpoints zurück. Schild des Glaubens. Super praktisch. Und Wasser. Sie kann, oh, sie kann regnen lassen. Super. Wundervoll. Verändere all deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Oder bezaubere auf magische Art einen Humanoiden, den du sehen kannst. Ja, ist da gut unterwegs. Hat hier auch Weisheit 16. Was ich auch schön finde, ist, dass man in den Charakterfeldern auch hier nochmal eine schöne Übersicht hat. Und dann sich halt auch nochmal die Werte schön angucken kann. Auch nice, man kann ja das ausklappen und sieht dann halt auch nochmal entsprechend die Attribute, beziehungsweise dann die Fertigkeiten innerhalb der Attribute, die wir eben beherrschen. Und das ist, finde ich, wunderbar übersichtlich. Wenn ich es vergleiche mit Pathfinder Kingmaker, das natürlich auf seine Weise schon weitaus komplexer ist, schon von Anfang an, ist das doch trotzdem auch sehr viel zugänglicher, auch für jene, die, sag ich mal, jetzt nicht so sehr in Pen and Paper, Dungeons & Dragons und Co. bewandert sind. Denn das kann schon einen erschlagen und selbst wenn man drin bewandert ist, dauert das schon sehr lange, bis man sich das Wissen, sag ich mal, so einverleibt hat. Und man das Gefühl hat, jetzt endlich losspielen zu können. Ja, was erwartet euch in Baldur's Gate? Also 6 Klassen von 12 stehen euch schon zur Verfügung. Das erste Kapitel ist spielbar. Es sind circa 25 Stunden Spielzeit. Und ansonsten wird das Ganze sicher natürlich bis 2021 dauern. Aber Larian Studios sagt auch, sie wollen schon natürlich nicht ewig in der Early Access hängen. Und ich denke, sie machen das ähnlich, wie es auch bei Divinity der Fall war. Hat er auch in der Early Access gestartet. Und ich meine, dass es auch nicht so ewig ging. Aber ich erinnere mich vielleicht auch falsch. Ja, Kampf beginnt. Wo ist er denn? Ich sehe nicht mal. Da oben. Kollege, was machst du da oben? So, so weit kommt er ja eh nicht. Wäre vielleicht klug gewesen, vorher darauf zu gehen. Was ist das eigentlich? Ein schmieriger Stuhl, da könnten wir uns einfach draus setzen. So. Ja, kann die hoch. So, sie hat keinen Fernkampf, sie hat wirklich hier nur einen Nahkampf hier. Das können wir nicht viel machen. Lenkendes Geschoss. Was ist das für eine Reichweite? 18 Meter. Das ist immer so am Anfang, wenn man die ganzen Zauber und Code checken muss. So, guck mal.
Ah, ich mag Schattenherz. So, holen wir uns mal einen Vertrauten dazu. Spinne. Natürlicher Biss kann den Gegner vergiften. Rabe. Beschwören. Vertrag kann präzise Angriff durchführen. Ratte. Frosch. Krabbel. Kann Gegner verlangsamen. Und Katze. Kann den Gegner ablenken. Wir rufen natürlich einen Raben. Ja, geil. Das war eine gute Entscheidung, den Waldläufer zu nehmen. Inklusive der Tierkontrollgeschichte. Wundervoll. Okay. Fein gearbeitetes Silbermedaillon, in das die Worte für Papa eingraviert sind. Und ein Rapier. 1D8. So, jetzt will ich mal gucken, kann ich jetzt da hochspringen? Ja, er kann. Da sieht man auch oben schon, ne, dass ich da schon rumgegurkt bin. Aufgrund des Bugs habe ich halt gedacht, okay, vielleicht muss ich irgendwo eine Person finden und das ist jetzt irgendwie aufgrund der Geschehnisse so, dass er halt nichts tun kann, außer halt eben, er muss erstmal die Person finden. Trank der Geschwindigkeit. Alle drei Züge lang Hast. Ja, da bin ich schon überall rumgelatscht. Ja, da ist er. Da ist er, mein Flair. Ist verzaubert. Was ist los mit euch? Trying to save. It's the creature from the ship. Still alive, but wounded. Euer Geist verwirrt. Seht doch, was vor euch ist. Ich liebe es. Ich liebe es, dass sie das übernommen haben. Auch wenn der Wurf misslungen ist. Creature's hold on them is too strong. Monster! That's my daughter! She's dying! You... You did this! Wir haben noch das Amulett gefunden. Vielleicht hilft es. You want to kill her! So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil... Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das zieht. Das ist es. Gegenstand werfen. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass das vielleicht irgendwas bewirkt, weil da steht drauf für Papa und dachte, wenn er das liest, dann erinnert er sich vielleicht dran und merkt so, ey, die Kollegen sind doch eigentlich ganz in Ordnung. Ah, unser Rabe ist ja auch noch am Start. Wo ist er denn? Da ist er. Kann er jetzt einfach angreifen? Zerreißender Blick. Greife die Augen einer Kreatur an, um sie zu blenden. Hier. Das ist der Armbruchschütze. Natürlich.
So, sie kann ja einiges. Führe eine Kreatur. Rettungswurf. Natürlich super. Aber ich ziehe die erstmal weg. In der Hoffnung, dass sie ihr folgen. Schild des Glaubens. Sehen wir mal noch auf. Ah, schade, dass sie töten muss. Suddenly something convulses inside you. Your vision lurches sickeningly. You are one with your assailants, your minds fused together. They are frightened, lost. The creature in the wreckage is forcing them to attack you, controlling them like puppets. Its voice shivers across your brain, seeking access. Trying to bend your will to its bidding. Ja, Weisheit, dich konzentrieren, versuchen, den Einfluss zu brechen. Plus 3 von Weisheit 16, ja. The presence in your mind gropes for purchase and finds the tadpole instead. You push back. Taking advantage of a tremor of pain that cuts through the creature. As its influence wanes, your assailants lower their weapons, blinking in confusion. Ah, gut, dass wir das unblutig beenden konnten. Where are we? There was fire in the sky and then... Zuallererst heben wir mal das Silbermedaillon auf. Ganz ruhig, ihr seid jetzt sicher. Calm. One moment we're hauling in our nets, and the next, the damn sky is falling in. That thing was in the wreckage. Whatever it did, imagine everyone you've ever loved screaming for help in one voice. It Übel. Drew us. We couldn't stop even when we dashed our boat against the shore. What now? Das Schiffboot noch reparieren? By who? We're miles from anyone and anywhere. Even if... Wait. Your mind. I can feel it. You're like them. Those creatures. Nein, sie haben etwas mit mir gemacht, aber ich bin entkommen. No. Just keep away, all right? We'll go our way. You go yours. Please. Gut. Der Kollege will eh nicht mit uns reden. Der Rabe. Keine Ahnung. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Compassion. Nein, du sollst wütend sein, oder nicht? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped.
made to bow before this creature in shame. Gut, die Manipulation. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Wir befreien uns. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. So. So viel Zeit muss sein. Leeren Knolle. Es wirkt eine Kraft, die alle befestigten Objekte in der Nähe anzieht. Das ist komisch. Das irritiert mich ein bisschen mit dem Dialog da oben. Auch mit ihr. Ah, sie ist im Dialog mit ihm, okay. Die Stimme, was hat sie gesagt? Just like my daughter, but she's been dead for years. That thing got into our heads, drove us mad. We wrecked our boat just trying to get close to it. What do we do now? Eins nach dem anderen. Wo sind wir? We're nowhere. That's the point. Even with a boat, Baldur's Gate is days. Wait. You. I can feel you, just like one of those things. Das ist das Gleiche. You're one of them. Was? Ich habe euch gerettet. There's something in your head. Please, we'll take our chances out here. Just leave us be. Okay, aber das ist interessant zu sehen, ne, wenn einer im Dialog ist, dann kann man trotzdem auf einen anderen Charakter wechseln, kann man nur rumlaufen. Ich habe auch gelesen, das hieß doch beim Multiplayer so. Wenn ihr Multiplayer spielt, da könnt ihr euch auch komplett auftrennen und müsst nicht beieinander bleiben. Was natürlich nachteilhaft sein kann bei den Kämpfen. Aber ihr habt da die Möglichkeit, das ist halt auch schon sehr geil. So, ich gehe jetzt aber zu ihm, weil ich denke schon, dass das Amulett... Weil ich denke, dass das tatsächlich, das muss von seiner Tochter sein. Das muss ein Andenken sein oder irgendwas. So, und ich habe das hier, deswegen rede ich jetzt nochmal mit ihm. Ich würde das, wie könnte ich das machen? Vielleicht jetzt, indem ich es ihm hinwerfe. Probier's aber mal. Lass mal fallen einfach. Ist egal. Das kann doch nicht sein. Also ich glaube, dass das sie. Erstmal speichern. Nicht, dass es als Angriff gilt. Ah, Sympathie minus 7. Sympathie 7 minus 20. Okay. Dann beenden wir aber die Episode an dieser Stelle. Es wird zu Baldur's Gate 3 vermutlich auch immer wieder mal Streams geben und Let's Plays, die dann immer auch zwischendrin und auch geschnitten, so dass ihr da einfach für euch ein interessantes Erlebnis habt und gleichzeitig nicht unbedingt durch die Bank gespoilert werdet in Kapitel 1, falls ihr euch das aufheben wollt, eben bis zum Release. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Wir Fans des CRPG Pen & Paper Dungeons & Dragons Gefilden ist Baldur's Gate 3 mit Sicherheit einen Blick wert, spätestens wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr dann in den vollen Release geht. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.